Ja, mal wieder ein herzliches Willkommen meiner kleinen Werkstatt. Heute mal wieder was zum Thema Tipps und Tricks. Ist nur eine Kleinigkeit zu einem Teil, Zubehörteil, was es schon relativ lange gibt. Wie ihr seht, ist das hier der Parallelanschlag für die Oberfräsen. Gibt es ja schon seit vielen, vielen Monaten. Und es gibt da so den einen oder anderen, der ab und zu mal ein bisschen rumspinnt. Und ich zeige euch mal, wie man diesen Fehler beheben kann. Worum geht es? Im Normalfall ist es ja so, dass sich das hier schön sauber verschiebt. Jetzt kann man das natürlich auch mit dem Stellrad hier machen. Und da gibt es so einige Modelle, die ziehen plötzlich schief. So, ihr seht es ziemlich deutlich hier. Das Ganze ist schief. Was ist passiert? Hier sieht man relativ deutlich, hat sich die Feder mit der Stange zusammen genau in dieses Gussteil hier reingezogen. So, und verklemmt also die Stange, dass die sich hier, die ist ja locker, ne, nicht mehr verschieben kann. Da gibt es einen relativ einfachen Trick. Es ist ja ein konstruktiver Fehler, würde ich sagen. Ich hätte es ein bisschen anders gelöst oder ein bisschen anders gefräst hier, dass die Feder hier auf so einem Links sitzt. Man kann das aber eigentlich lösen, indem man sagt, okay, ich nehme jetzt mal die Stange raus, nehme die Feder raus, packe hier eine, das ist eine 10er Scheibe, packe die hier dazwischen, schiebe die Stange weiter, da auch nochmal eine dazwischen, das Ganze festgezogen. Auf der anderen Seite genau das gleiche. Scheibe, Feder, Scheibe. Hier hinten fest. Und schon. Klemmt eben nichts mehr. Man verliert so Scheibenstärke etwa, die man jetzt hier nicht mehr verstellen kann, aber ich denke mal, das ist vertretbar. Nur eine Kleinigkeit. Ich hätte hier schon längst seitens Bosch Zubehör kleine Scheiben vorgesetzt, dass sowas gar nicht erst passiert. Aber das sind eben mal wieder 1 Cent mehr oder 2 Cent mehr und ist natürlich schwierig. Gut, das war es eigentlich. Bis zum nächsten Mal.